Angelschirme sind super praktisch und vielseitig einsetzbar. Ein Problem bei Angelschirmen ist natürlich immer der Platz. Die meisten Schirme sind relativ klein gebaut. Damit man auch auf großen, längeren Touren Schirme mitnehmen kann, die man wirklich schnell auf- und abgebaut hat, haben wir uns dafür entschieden, dieses Problem darin zu lösen, dass wir einen extra großen Schirm bauen. Dieser Schirm, das ist unser Samba-Brolli. Den haben wir so konzipiert, dass eine Liege hinten wirklich ganz weit in den Schirm reinpasst und an den Seiten nicht anliegt. Jeder kennt das Problem von Kondenswasser. Immer wenn sich Kondenswasser bildet, läuft dieses Kondenswasser gerne auf den Schlafsack oder an die Liege, sobald die Liegen an den Wänden des Schirms anliegen. Das ist passiert euch mit dem Samba-Brolli definitiv nicht mehr, weil ihr auf jeder Seite noch locker 15-20 cm Platz habt. Zum Zweiten hat dieser Schirm unterschiedliche Features. Ihr seht sofort, die Form ist ganz anders wie bei üblichen Schirmen. Wir haben den Schirm insgesamt gekippt, sodass wir oben ein Spitzdach haben. Dadurch habt ihr gewährleistet, dass wenn ihr bei Regen angelt, sich oben kein Wasser mehr sammelt, sondern das Wasser rechts und links von dem Schirm runterlaufen kann. Zwei Seitenstangen, einmal auf der rechten und einmal auf der linken Seite, sorgen für die nötige Stabilität. Zum Zweiten haben wir eine weitere Stange in der Mitte des Schirms verbaut, sodass ihr nicht nur eine Tür habt, sondern habt jetzt in einem Angelschirm sogar zwei Türen, könnt rechts rausgehen oder links rausgehen, eine Tür geschlossen halten, aber natürlich auch gleichzeitig beide Türen weit öffnen und so im Prinzip im Sommer an schönen Sommernächten offen schlafen. Wenn euch die Moskitos mal wieder richtig piesacken, ihr seid unterwegs, irgendwo im Süden beispielsweise, schließt ihr die komplette Front. Wir haben vorne groß angelegte Fenster verbaut mit Moskitofront, sodass ihr wirklich sicher in diesem Zelt schlafen könnt und werdet nicht die ganze Nacht von den Moskitos zerstochen. Wenn es einmal einen Regentag gibt, in dem ihr trotzdem Licht im Zelt haben wollt, dann könnt ihr auf den Moskitofronten vorne, man sieht es hier mit Klettverschlüssen, große Fenster einbringen. So kommt ganz viel Licht in das Zelt rein, beziehungsweise in den Schirm rein und ihr könnt am Tage euch darin aufhalten, lesen beispielsweise oder einfach mit einem guten Kumpel quatschen. Im vorderen Bereich sieht man, haben wir drei Ösen verbaut. Die sind immer dann von Vorteil, wenn ihr den Schirm nicht auf geraden Boden aufbaut, sondern da, wo es ein bisschen abschüssig ist, so könnt ihr die Höhe vom Schirm ganz einfach variieren. Ihr könnt zum Schlafen die Fenster komplett schließen, indem ihr einfach die Clips hier öffnet und die Fenster dann runterzieht. Nicht nur Klettverschlüsse, sondern solide, dicke Reißverschlüsse haben wir verbaut, mit denen ihr rechts das Fenster und links das Fenster ruckzuck dann schließen könnt. Am Boden laufen Ösen entlang für eure Heringe, die beim Schirm inkludiert sind und mitgeliefert werden, sodass ihr den Schirm wirklich auch bombenfest aufbauen könnt. Und auch bei starkem Wind hält dieser Schirm ohne Probleme. Im Innenbereich des Schirms erkennt man direkt im Hintergrund, ist halt wie bei jedem anderen Schirm auch eine Spinne angebracht und diese Spinne haben wir diesmal verändert. Normalerweise werden diese Spinnen aus einem Metall gefertigt, dafür haben wir uns nicht entschieden, sondern wir haben ein leichtes und gleichzeitig stabiles Kohlefasergestänge verbaut und zudem die Spinne extrem weit hochgesetzt, sodass ihr auch, wenn ihr eine Liege in diesem Schirm habt, euch auf die Liege setzen könnt, habt immer noch genug Freiheit oben am Kopf, wenn ihr halt euch im Schirm aufhaltet. Insgesamt ist der Schirm so groß angelegt, dass ihr hinten eine Liege reinbekommt, im vorderen Bereich noch einen Stuhl und beispielsweise einen kleinen Tisch. Eure Angeltaschen, eure Futterale finden an den Seiten und im hinteren Bereich Platz.